Herr Falk, schön, dass Sie im Stadtarchiv Elmshorn sind. Wir hören gerne, was Sie uns zu erzählen haben aus Ihrer Jugend. Sie sind Jahrgang 1942, sind in Köhnholz aufgewachsen und wir sind gespannt, was Sie uns zu erzählen haben. Ja, ich bin ja ein Kriegsjahrgang, Sie sagten schon 1942. Aus den Kriegsjahren, da kann ich mich nicht wirklich richtig erinnern, aber ich bin auf Köhnholz aufgewachsen. Ich geboren in der Heinrichstraße 10, das ist ja die Verbindungsstraße von Köhnholz zur Wilhelmstraße. Dort in dem Haus meiner Großeltern, dort wohnte ich mit meinen Eltern und meinen beiden Geschwistern, Margot und Helga, die etwas älter sind als ich. Und im Obergeschoss wohnte die Familie Bernhard mit den Kindern Karin und Anke. Und wir sind dort als Jugendliche aufgewachsen. Wie schon gesagt, aus den Kriegsjahren hatte ich keine Erinnerung, aber es gibt hier eine Art Aufsatz, den die Karin Bernhard geschrieben hat. 1944 muss das gewesen sein, da war sie 10 Jahre alt. Ich kann das vielleicht mal kurz zitieren, wie das damals bei uns im Haus abgelaufen ist. Sie schreibt vom Luftschutzkeller: In der letzten Zeit hatten wir häufig Alarm. Wenn größere Verbände im Anflug auf Hamburg oder Schleswig-Holstein gemeldet sind, gehen wir schnell in den Keller. Ich nehme ein paar Kleider und meinen Ranzel mit hinunter. Meistens sind wir 6 Kinder und 6 Erwachsene. Jeder hat seinen bestimmten Platz. Der kleine Horst sagt immer: Dies ist mein Batz. Ich habe ständig ein dickes Märchenbuch im Keller und darin lese ich bei Alarm. Die Kleinen besehen Bilderbücher mit Wuck-Wuck und Mäh-Mäh. Dann wird es uns nicht langweilig. Und wir merken es auch nicht so sehr, wenn draußen die Flugzeuge brummen. Manchmal schlafen die Kleinen auch im Keller. Wir freuen uns aber immer, wenn Entwarnung ist und wir alles wieder nach oben bringen können. Ja, das hat die mit 10 Jahren damals aufgeschrieben und die Karin lebt leider nicht mehr, aber mit der Schwester Anke habe ich noch sehr guten Kontakt und die hatte mir das vor längerer Zeit mal gegeben, weil sie das gefunden hatte. Wo war dieser Luftschutzkeller? Ja, das war nicht der Luftschutzkeller, das war der Keller in dem Haus, in dem ich geboren bin, die Heinrichstraße 10. Das hat mein Großvater Friedrich Falk 1935 dort gebaut. Und dort sind dann meine Eltern eingezogen, denn es ist meine älteste Schwester 1936 geboren, die zweite 1938. Übrigens wurden dort in dem Haus alle 2 Jahre Kinder geboren. Ich weiß nicht, ob das Methode hatte. Denn 1940 kam die schon erwähnte Anke und ich 1942. Und die Karin, die ist 2 Jahre vor 1936, 1934 geboren. Also wir waren da also die Jugendlichen alle in 2 Jahren Abstand. Ja, Köhnholz, sage ich ja eigentlich. Das ist also ein bisschen mehr bekannt als die Heinrichstraße, da ja auch wo der Firmensitz meines Großvaters war, die Tischlerei dort 1907 gegründet hat. Dann hat mein Vater dort auch Tischler gelernt und hat nachher den Betrieb dort übernommen. Köhnholz ist ja so ein bisschen außerhalb von Elmshorn. Das ist ja eigentlich so ein kleiner eigener Ortsteil gewesen mit eigener Nahversorgung. Wir hatten dort ein Lebensmittelgeschäft. Wir hatten da einen Bäcker, da war die Tischlerei meines Großvaters. Dann gab es da einen Tabakladen.
Und das ist so, wie man sich das auf dem Dorf so ganz in der Nähe eigentlich so vorstellt. Die Heinrichstraße in meiner Jugendzeit, als ich dann etwas älter wurde, war unsere Spielstraße. Die war damals noch nicht asphaltiert. Da gab es nur einen Gehweg, der gepflastert war. Und ansonsten war das ein, naja, ein Sandweg. Und wenn es denn mal einen richtigen Gewitterguss gegeben hat, dann war da eine riesige Pfütze. Und das war für uns Kinder natürlich immer ein großer Spaß, wenn wir dann barfuß bei einer gewissen Gewitterluft durch diese Pfütze gelaufen sind und ja, unseren Spaß dabei hatten. Ja, eine Heinrichstraße, das war also wirklich eine Spielstraße. Da standen ja auch nur vier, fünf Häuser zu deiner Zeit. Da war also sehr viel Freifläche noch. Ja, erwähnen kann ich noch, dass ja die Versorgung in der Nachkriegszeit ja so ein bisschen Eigenversorgung war. Jede Familie, die hatten entweder einen Schrebergarten und wir hatten das Glück, dass wir am Haus, also rechts vom Haus, war eine Baulücke, die war nicht bebaut, das konnten wir alles als Gartenland nutzen. Und hinter dem Haus in der Heinrichstraße, da befindet sich der heutige Rasensportplatz von Raspo. In meiner Jugendzeit war das aber noch kein Rasenplatz, sondern das war alles Gartenland. Das ganze Gelände, das ganze Sportlandgelände war während der Kriegszeit und auch in der kurzen Nachkriegszeit als Gartenland. Ich weiß nicht, ob man da an die Stadt damals eine Pacht bezahlen musste. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wir hatten da einmal das große Gelände neben unserem Haus, also auch so 500, 600 Quadratmeter schätzungsweise. Und dann hinterm Haus, im Anschluss an das Grundstück von dem Haus, wo jetzt der Rasensportplatz ist, auch noch mal so 40, 50 Meter Tiefe, in Hausbreite 20 Meter, also auch noch mal so eine ganze Länge. Und das haben wir alles, oder beziehungsweise mein Vater war ja im Krieg, hat alles meine Mutter im Wesentlichen beackert und bebaut. Und so hatten wir da eine gewisse Selbstversorgung und hatten wir natürlich auch viel ja, Spielgelände in dem Garten. Ja, da wurden Kartoffeln angebaut, Erbsen, Bohnen. Und wir hatten da, wo ich mich daran erinnern kann, auch einen gewissen Luxus. Denn wir hatten da sehr viele rein Erdbeeren, die da gepflanzt waren. Ich weiß natürlich nicht, ob das schon in der Kriegszeit war, aber in der Nachkriegszeit hatten wir da ganz gute Erdbeerernte, denn das war natürlich im Jahr natürlich zu einer gewissen Zeit nur. Ja, erwähnen kann ich noch, dass ich mit meinem Cousin Heinz Falk, also meine ganze Jugend eigentlich verbracht habe. Heinz ist mein Cousin, also ein Bruder von meinem Vater, der leider im Krieg gefallen ist. Aber wir haben da in der Nachbarschaft gewohnt und sind in der Jugend, haben wir also praktisch alles zusammen gemacht. Eigentlich wurden wir beide immer so als Zwillinge betrachtet, weil wir ein Jahrgang waren, aber wir hatten natürlich nicht am gleichen Tag Geburtstag. Aber es war so ein Vierteljahr Unterschied. Ja, wir sind dann. Ja, mit 6 Jahren 1949 bin ich dann zur Hafenschule eingeschult worden, in die Grundschule. Und da wohnte mein Cousin Heinz auf und der wohnte auf Kinholz, ein paar vier, fünf Häuser weiter lang, wo der Firmensitz meines Großvaters war. Und
ja, da sind wir dann zusammen immer zu Fuß zur Hafenstraße gegangen und sind da eingeschult worden. Ich habe da auch noch ein Foto, ein Klassenfoto von der ersten Klasse. Unser Lehrer war damals der Herr Zinger. Ich habe mal durchgezählt, wir waren damals 44 Kinder in der Grundschule. Ja, da war dann natürlich zur Hafenschule immer ein ganz schöner Fußweg auch. Also das so wie das heute ist, dass die Eltern ihre Kinder hinbrachten und so weiter, das war natürlich nicht. Und da sind wir natürlich zu Fuß hingegangen. Das war, naja, schätzungsweise so 20 Minuten, 25 Minuten war das immer schon ein Fußweg, den wir dahin hatten. Ja, das war meine Jugendzeit. Wir hatten dann in der Nachbarschaft auch sehr viele gleichaltrige Kinder, mit denen wir da gespielt haben, Völkerball und solche Sachen auf der Straße. Ja, dann 4 Jahre Grundschule. Mein Cousin Heinz, der zog dann leider weg. Der zog in die Kölner Chaussee, musste dann die Grundschule, Hafenschule, nach der ersten Klasse verlassen und ist dann in die Langelohe Schule gegangen. Aber wir hatten dann also trotzdem weiterhin noch Kontakt. Er kam mich besuchen in der Heinrichstraße. Ich ging zu ihm da nach Kölner Chaussee, habe ihn dort besucht. Ja, aber nach der 4. Klasse ging es ja dann zu einer weiteren führenden Schule. Und da wollten wir ja dann die Bismarckschule besuchen. Aber das geht ja natürlich nicht so wie einfach wie heute. Da wird sich nicht angemeldet, sondern da musste man erstmal eine Aufnahmeprüfung machen. Das war natürlich ein bisschen mit Aufregung verbunden. Und ja, wir haben das dann beide geschafft und sind dann in der Bismarckschule wieder zusammengekommen und haben auch in der Schulzeit die ganze Zeit nebeneinander auf einer Bank gesessen und die Schulzeit da gebracht. Ja, der Schulweg zur Bismarckschule war natürlich jetzt noch ein bisschen weiter. Das gab damals die Regelung, mit dem Fahrrad kommen, das war nicht angesagt. Wir mussten dann von Könholz zu Fuß zur Bismarckschule, eine Innenstadt. Da haben wir also schon morgens gut eine halbe Stunde bis 40 Minuten gebraucht. Man muss ja auch bedenken, wir waren damals 10 Jahre alt, denn alleine da zur Schule gehen, die Beine waren auch noch ein bisschen kürzer. Also und man hatte auch das Gefühl, dass der Weg also noch viel länger war, als wenn man das sich heute betrachtet, wenn man also als Erwachsener die Entfernung sieht. Ja, jedenfalls durften wir da nicht mit dem Fahrrad kommen. Das war irgendwie reglementiert. Da gab es in der Bismarckschule auch einen Fahrradkeller. Ich glaube auch die Fahrradplätze, die waren irgendwie beschränkt, sodass man da nicht ganz viele Fahrräder unterbringen konnte. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass dort draußen in dem Umfeld Fahrräder gestanden haben. Also wir haben in den älteren Jahrgängen nachher da wurde das ein bisschen gelockert, da konnte man dann auch mit dem Fahrrad fahren. Da hatten wir aber immer einen bestimmten Platz im Fahrradkeller. Und der wurde auch abgenommen und musste man wieder abholen. Ich glaube, der Hausmeister, der hatte das alles da unter Kontrolle. Ja, die Bismarckschule, die war ja natürlich damals auch noch ganz anders, als wie man sie heute kennt. Da gab es ja nur das alte Schulgebäude und dann hinter dem Schulgebäude war ein großer Schulhof und die Turnhalle, ich glaube, die gibt es auch heute noch, die stand auch damals schon. Und gegenüber von der Bismarckschule, da war ja die alte EBS, das war ja die Mädchenoberschule. Wir hatten also parallel Unterricht, einmal
Die Bismarckschule war ja ein reines Jungengymnasium. Wir hatten also keine Mädchen in der Klasse. Und die EBS, die war auf der anderen Seite von der Bismarckallee. Und die hatten ja auch da, wo heute noch der Schulhof ist. Und das ist ja das, was heute das Volkshochschulgebäude ist. Da war damals die Mädchenoberschule. Und ja, in den ersten Klassen hat uns das vielleicht noch nicht interessiert. Aber als man dann nachher so ein bisschen in den höheren Klassen kam, da war natürlich, die Mädchen wurden dann natürlich schon mal ein bisschen interessant. Und wir hatten immer zur gleichen Zeit Pause, aber die Bismarckallee, das war also eine ganz strikte Grenze. Und da war dann auch eine Pausenaufsicht, die dann aufpasste, dass die Jungs dann nicht da einfach darüber marschierten zu den Mädchen. Ja, das ist so eine Geschichte. Ja, auch mit dem Fahrradfahren ist das ja auch so eine Geschichte gewesen. Als Jugendliche, heute ist es ja so, wenn die Kinder 5, 6 Jahre sind, dann kriegen die ein Kinderfahrrad. Das gab es natürlich früher alles nicht. Ich habe Fahrradfahren gelernt auf einem Damenfahrrad, das gehörte meiner Mutter. Der Sattel, der war so hoch, ich konnte da nicht drauf sitzen, aber man konnte natürlich, weil da ja keine Stange war, so einfach treten, und dann haben wir da das Fahrradfahren gelernt. Oder aber man hatte, wenn man ein größeres Herrenfahrrad hatte, da war ja dann die Stange dazwischen, dann hat man mit einem Bein unter der Stange da die Pedale gefunden, und dann musste man da so quer sitzen, und dann hat man da Fahrrad gefahren. Auch so gesehen hatten wir ja gar nicht die Möglichkeit, als Jugendliche mit dem Fahrrad irgendwie in die Stadt oder weitere Strecken zu unternehmen, weil es ja die Fahrräder gar nicht für uns gab. Ein Fahrrad habe ich erst bekommen, da war ich vielleicht 13, 14, als ich also eine gewisse Größe erreicht hatte, dass man also auf normalen Fahrrad schon mal fahren konnte. Ne? Ja, von der Schulzeit habe ich eigentlich sehr gute Erinnerung. Ich habe also Glück gehabt, ich habe also tolle Lehrer gehabt. Da kann ich den Dr. Kreitz nennen, den hatten wir 4, 5 Jahre als Klassenlehrer in Englisch und dann auch in Französisch und in Sport. Und mit dem haben wir dann auch Klassenfahrten schon gemacht. Einmal, ja, das ging ja, wir konnten uns ja auch so ein bisschen auswählen, wo wir denn hin wollten. Und es gab ja dieses Fünf-Städte-Heim in Hörnum. Und sehr viele Schulklassen, die haben ja ihre Schulausfahrten da in das Fünf-Städte-Heim nach Hörnum gemacht. Und dieses Fünf-Städte-Heim war aber auch schon ein Anlaufpunkt für Kinder in den Ferien, wo da also betreut Urlaub gemacht werden konnte. Und bei uns in der Klasse, da hieß das so, nö, nach Hörnum, da wollen wir nicht hin, da bin ich schon 5-mal gewesen und so weiter. Und so haben wir dann eine Klassenfahrt gemacht nach Bad Pyrmont. Und ich sagte schon mit unserem Klassenlehrer, dem Dr. Kreitz, der war sehr kumpelhaft, und der hat uns auch alleine laufen lassen, und er hat uns in Gruppen aufgeteilt. Und dann haben wir dann Ziele vorbekommen, mussten dann die Strecken ablaufen, und aber in einzelnen Gruppen aufgeteilt. Und ja, eine Begebenheit. Die eine Gruppe, die hatte eigentlich nicht wirklich Lust, also diesen Ausflug zu machen. Die hat dann einfach die Strecke abgekürzt, und die war dann also nach knapp einer Stunde vielleicht schon wieder zurück.
Und das hat natürlich einen ganz großen Donnerwetter gegeben und hat gesagt, und ich habe euch vertraut und ihr macht das nicht. Und ja, da hat er 2 Tage nicht mit uns gesprochen. Ja. Ja, Herr Volk, wir sagen erstmal Danke. Das Stadtarchiv hat gerne zugehört. Schön, dass Sie bei uns waren. Ja, gerne.